Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Heute wird es wirklich, also was jetzt passiert, ist unglaublich. Ich hätte es tatsächlich nicht für möglich gehalten, auch wenn es Gerüchte gab, hätte ich es nicht für möglich gehalten, aber Big Brother, Promi Big Brother, hat jetzt die letzten zwei Kandidaten angekündigt. Und ich muss ehrlich sagen, allein von dieser Überlegung her, unglaublich, was hier passiert. Ich werde euch die neuesten Ereignisse hier schildern und dann werden wir das hier mal zusammen besprechen. Ich höre die Katzen kotzen. Das wird ein Trash-Feuerwerk vom Feinsten, meine Lieben. Wenn ihr neu hier auf diesem Kanal seid, abonniert gerne diesen kleinen YouTube-Kanal. Wir sind eine mittelgroße Trash-Familie und auf den Weg zu den 21.700. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, jetzt ist es wirklich, also jetzt habe ich meinen Glauben völlig verloren. Was ist passiert? Wir wissen, Peter Klein zieht ins Big Brother Haus ein und das schon jetzt bald, also der Livestream läuft schon und dann im Free TV ab dem 20.11. Und jetzt sind die letzten zwei Kandidaten veröffentlicht worden und ich traue es mich ja gar nicht auszusprechen. Ich zeige es euch. Sensation bei Promi Big Brother 2023. Iris Klein und Jürgen Milzki ziehen noch vor dem Start direkt ins Haus. Und hier sehen wir Iris Klein und Jürgen. Es ist so verrückt, oder? Ich hätte es wirklich nicht gedacht, dass das passiert. Es gab die Gerüchte schon länger. Ich habe das ja schon gesagt, die Gerüchte gab es schon länger, aber ich habe es nicht für möglich gehalten. Jetzt ist es aber offiziell, jetzt ist es amtlich, Iris Klein wird auf Peter Klein bei Promi Big Brother treffen und ich befürchte, wir werden diesen ganzen Rosenkrieg noch einmal aufgewärmt bekommen. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe ja schon einen Bogen ums Promi-Büßen gemacht, weil ich das einfach wirklich schon zu viel fand, ja. Und jetzt habe ich mich auf Big Brother konzentriert. Ihr wisst es, ich habe hier ja schon, glaube ich, 10 Videos zu gemacht, die Kandidaten vorgestellt und jetzt passiert das. Ich sag euch ganz ehrlich, es ist okay. Ich bin gespannt auf die Entwicklung, werde euch das natürlich hier versuchen, alles zusammenzufassen, zu berichten auf meinem Kanal, was da passiert. Ich werde euch die Trash-Highlights liefern und werde aber auch meinen Fokus wirklich auf alle Teilnehmer richten, wobei ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass das hier eine Peter-Iris-Staffel wird. Wobei, man darf eines nicht vergessen, die Zuschauer haben es ja in der Hand, dieses ganze Thema aufzulösen und eine Iris oder einen Peter rauszuwerfen. Aber grundsätzlich hier bin ich wirklich sehr gespannt. Jetzt schauen wir mal in die Statements rein. Ich kann es nicht glauben. Das Wichtigste in Kürze, es ist die Knallerenthüllung. Auch Iris Klein und Jürgen Milzki ziehen beim großen Bruder ein. Das wird groß. Iris Klein zieht mit Peter Klein bei Promi Big Brother ein. Außerdem kehrt Big Brother Urgestein Jürgen Milzki zurück in den Container. Iris Klein und Jürgen Milzki ziehen vor allen anderen ein. Kleine, große Überraschung. Reality-Star Iris Klein, noch Ehefrau von Peter Klein, feiert bei Promi Big Brother ein Wiedersehen mit ihrem Ex. Peter Klein wird von diesem Wiedersehen am Montag live in Sat.1 überrascht. Zudem zieht Big Brother-Legende Jürgen Milzki, Kultbewohner der ersten Stunde, 23 Jahre nach den ersten Big Brother-Staffel, morgen ab 18 Uhr live bei Join Plus ein. In Sat.1 startet Promi Big Brother live am Montag, 20. November um 20.15 Uhr. Iris Klein, ich fürchte mich vor nichts. Seit Januar 2023 dominiert die Trennung zwischen Reality-Star Iris Klein und ihrem noch Ehemann Peter die Boulevard-Schlagzeilen. Auf den öffentlichen Vorwurf, er betrüge sie, folgt die öffentliche Trennung und eine nicht endende wollende Schlammschlacht. Bei Promi Big Brother treffen die noch Eheleute live in Sat.1 auf vor laufenden Kameras aufeinander. Davor auf Schritt und Tritt und bei jedem Gespräch mit ihrem Noch-Ehemann beobachtet zu werden, hat Iris Klein keine Angst. 24-stündige Kamerabeobachtung bin ich ja bereits gewohnt. Ich habe jahrelange Erfahrung in diesem Bereich und fürchte mich vor nichts.
nichts. Und ja, auch hier Jürgen Milzki, der sich äußert: Big Brother ist für mich eine Herzensangelegenheit. Im Jahr 2000 nimmt Jürgen Milzki als 36-Jähriger an der ersten Staffel Big Brother teil. Der Rest ist Geschichte. Nach Platz 2 bei Big Brother machte er Karriere als Ballermannstar, Moderator und ist in zahlreichen TV-Sendungen zu Gast. Big Brother ist für mich eine Herzensangelegenheit, erklärt der Kölner dem großen Bruder. 2023 kehrt Jürgen Milzki in den Container zurück und zelebriert dort ein ganz besonderes Jubiläum. Am 24. November feiert Jürgen Milzki bei Promi Big Brother seinen 60. Geburtstag. Alle Bewohner sind bei mir im Überblick. Ihr könnt in die Playlist Big Brother gehen, habe ich alle schon vorgestellt. Und ich glaube, das wird heftig werden. Hier haben wir noch Container statt Haus. Back to Basics. In diesem Jahr lädt der große Bruder seine BewohnerInnen in den Container ein. Das Promi Big Brother Haus besteht aus einzelnen Containern, die im Quadrat mit einem Innenhof in der Mitte zu einer Wohnfläche verbunden sind. Und das wird wirklich heftig werden. Dieser Schritt vom Promi Big Brother Team ist schon krass. Das ist wirklich krass und ich gucke mal gerade, was hier steht. Das sind nochmal dieselben Statements. Ich fürchte mich vor nichts. Iris über ihren Ex hätte ihn angezündet. Ob es zwischen den Ex-Eheleuten zu einer friedlichen Aussprache kommt, im normalen Leben hätte ich ihn angezündet, verrät Iris vor dem Einzug der BewohnerInnen über die Schlammschlacht im Januar 2023. So habe sie nur die Gitarre zerkratzt. Iris sei aber nicht auf Streit aus. Vielleicht entschuldige ich mich auch dafür. Den Promi Big Brother 24 Stunden Livestream siehst du ab 18. November um 18 Uhr. Also, meine Lieben, es scheint wirklich so zu sein, Iris Klein trifft auf Peter Klein bei Promi Big Brother. Hier auf meinem Kanal wirst du garantiert nichts verpassen. Ich werde darüber berichten. Das wird wirklich heftig. Schreibt mir liebend gern in die Kommentare, was glaubt ihr? Ist das Aufeinandertreffen von Peter und Iris wirklich noch einmal eine Neuauflage des Rosenkrieges, welcher seit Januar tobte? Oder denkt ihr, das ist keine Neuauflage, sondern eine Erweiterung, quasi ein zweiter Teil, der jetzt hier vielleicht sogar seinen großen Abschluss findet? Offiziell weiß Peter Klein von gar nichts. Die Gerüchte, die ich gehört habe, die wird er auch gehört haben. Und in einem Promi-Flash-Interview vor einigen Wochen sagte er schon, dass wenn es so wäre, dass Iris Klein kommen würde, wäre er darauf vorbereitet und könnte damit umgehen. Ich für meinen Teil muss euch ganz ehrlich sagen, ich hätte mir eine Promi-Big Brother-Staffel gewünscht ohne Iris und Peter, ja. Hab mich denn aber mit dem Gedanken angefreundet, dass Peter mit drin ist und ich kann mich auch mit dem Gedanken anfreunden, dass Iris mit dabei ist. Ich weiß aber, dass viele im Netz jetzt schon auf die Barrikaden gehen und sagen, nein, ich möchte das nicht gucken, wenn Iris mit dabei ist, aber schon vor Monaten haben viele gesagt, ich möchte das nicht gucken, wenn Peter mit dabei ist. Ich kann das nachvollziehen, jeder muss das für sich selbst entscheiden, aber hier bin ich, glaube ich, der Meinung, werden wir alle Zeuge eines riesengroßen Kinos, eines riesengroßen Films und wie die Beine vor der Kamera nun wirklich harmonieren oder nicht, da bin ich wirklich sehr gespannt. Es ist, man wird nicht drum rumkommen. Ich weiß aber trotzdem, dass einige sagen werden, sie werden es nicht gucken. Ist doch völlig in Ordnung. Vielleicht reicht dir ja hier meine Zusammenfassung auf meinem Kanal, meine Lieben. Ich habe fertig. Ich verabschiede mich jetzt. Jetzt war eigentlich ein anderes Video geplant. Was soll's? Das waren so wichtige News, die musste ich euch unbedingt geben, meine Lieben. Ich sage jetzt Tschüss.